Tja, guten Morgen, Freunde. Ja, erste Nacht auf dem Grünewalder Lauch verbracht. Und was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben mittlerweile 8 Uhr. Und das schon 8:30. Und ich habe einfach super geschlafen. Einfach traumhaft. Die Nacht war, glaube ich, ziemlich kalt. Wir haben hier zurzeit sind es minus 6 Grad. Ich habe hier so ein Thermometer. Und wir hatten, ich glaube, man sieht es, wir hatten die Nacht minus 12 Grad. Ja, aber ich habe toll geschlafen. Das war einfach toll. Jetzt erstmal Frühstück vorbereiten für die Tochter und für mich. Und ja, und dann geht es das erste Mal am See ran wieder. Fotoapparat und Kamera dürfen nicht fehlen. Wir sehen uns. Tschüss. Tja, liebe Freunde, guten Morgen. Peter von der Live in the Camper hier. Ja, ich bin angekommen an meinen Sehnsuchtsort, am Grünewalder Lauch. Und ja, ich drehe noch mal die Kamera um. Da sieht man das, was ich die Nacht schon gehört habe. Weiß nicht, wie viele Hunderte von Wasservögeln, Schwäne, Enten, Gänse, alles Mögliche sind drauf. Habe auch schon die ersten Fotos gemacht. Und jetzt gehe ich mit meiner Tochter mal weiter. Die müsste da so hinter mir stehen. Jetzt ist sie mal mit drauf. Jetzt dachte sie. Aber es ist einfach herrlich. Es war die Nacht wirklich bitterkalt. Ich habe minus 12 Grad gehabt und ich blende euch das gleich mal ein. Und ja, ne, wir hören uns. Tja, Freunde, schaut mal. Seht ihr da hinten die Wildschweinspuren? Die sind hier doch tatsächlich durchs Wasser durch und dann einmal rüber auf die andere Seite. Und jetzt schaut mal, jetzt zeige ich euch mal so ein traumhaftes Bild. Zugefrorener See und strahlender Sonnenschein. Ist das nicht herrlich? Kaya, da ist meine Bartmeise. Ich trau dich nicht bewegen. Ach, jetzt ist sie weg. Hast du gehört? Meine Tochter ist gesprächig. Tja, liebe Freunde, jetzt seht ihr mal einmal wieder den Wohnmobilhafen Grünewalder Lauch. Ich drehe mal ganz vorsichtig mal rum. Da habt ihr mal meine Tochter im Bild gesehen, die gerade mein Fotoapparat trägt. Wir sind ja gerade wieder vom Spaziergang gekommen, vom See, und hier liegt richtig Schnee. Und ja, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee und dann gucken wir, was wir machen, nämlich wir sind total durchgefroren. Tschüss. Ja, liebe Freunde, was haben wir gemacht?
ganz viel am Internet gesessen, am Rechner gesessen. Ich habe Fotos nachgeguckt, die ich vorhin noch geschossen habe. Jetzt wird Zeit, dass wir mal ein Abendessen. So sieht das dann aus, wenn meine Tochter mit ihrem Laptop bei ist. Und ich drehe mal einmal rum. Wir haben uns Kerzen angemacht und ich mache jetzt mal wieder was ich schon ganz lange nicht gegessen habe. Ich mache einfach mal ein paar Pfannkuchen für heute Abend. Das geht schnell und was soll ich sagen, ist günstig und schmeckt super lecker. Tja Leute, die Produktion läuft an. Tja liebe Freunde, Tochter hat gegessen, hat das Wohnmobil verlassen. Hat mir aber auch angeboten, dass sie spült, aber ich habe gesagt, das mache ich. Das mache ich jetzt noch, dann will ich nochmal die Kommentare beantworten und nochmal das Video von heute schneiden und höchstwahrscheinlich nochmal über Nacht schon einstellen, weil das Internet ist hier im Osten oder in der Lausitz grottenschlecht, hier wo ich stehe, zumindest. Und da dauert so ein 10-Minuten-Video, bin ich da 6-7 Stunden am Hochladen. Also lasse ich den Rechner über Nacht an und lade dann das nächste Video hoch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, mir einen Daumen hoch geben und viele, viele Kommentare ruhig reinschreiben. Ich bin bemüht, die wirklich dann wirklich zeitnah zu beantworten. Und das macht mir auch wirklich viel Spaß. Und nach den letzten etwas kritischen Videos von mir oder traurigen Videos sollen da jetzt eigentlich wirklich nur noch fröhliche Videos kommen. Und ich glaube, ich habe den Weg für mich gefunden, was ich machen muss. Und das habe ich auch in den letzten Videos jetzt schon mal einmal gesagt. Und naja, wir werden sehen, was passiert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Das wollte ich eigentlich immer am Anfang sagen. Und ich habe mir noch vorgenommen, dass ich eigentlich für jeden Tag, den ich hier bin, in der Lausitz bei meiner Tochter ein Video reinmache, Fotos reinstelle und am Ende am Ende des Videos findet ihr auch so ein paar Fotos von denen, was ich ja heute gemacht habe. Und damit sage ich einfach Tschüss und wünsche euch einen schönen Abend. Euer Peter.